So, moin moin und damit willkommen. Ich dachte mir, ich spare uns an dieser Stelle schon mal das Unboxing. Das ist jetzt alles, was in dem Gratis-Rollenspiel-Paket drin ist, zumindest in einfacher Ausfertigung. Wenn ihr an den Laden geratet oder an die Organisation, die da mitmacht, irgendwelche Vereine, dann wird da mehr von drin sein. Dieses Mal in alles in doppelter, in einfacher Ausfertigung. Und das wollen wir uns mal anschauen, was so dieses Jahr drin ist. Ja, Cthulhu-Lesezeichen von Pegasus. Pegasus hat das Ganze auch wieder mit organisiert, verteilt das so ein bisschen. Und ich werde das alles nochmal unten in der Beschreibung verlinken, wer dieses Jahr mit dabei ist, wer wieder mitmacht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal alles an. Ich muss gerade mal gucken, was das hier ist. Shadowrun. Das ist irgendwas von Shadowrun. Hier steht irgendwas drauf, irgendeine ID-Nummer. Ich dachte eben, ist das irgendwie wichtig für, ist das irgendein Code? Keine Ahnung. Ja, Bereich Waffenfreigabe. Müsste ich mir mal angucken, was das für eine Sicherheitskarte ist. Finde ich auf alle Fälle ein ganz cooles Gimmick. Sicherlich Werbung. Ich gehe mal davon aus, weil hier oben so ein schöner Code ist. Einfach Werbung für Shadowrun. Aber cool, so als Ausweis, als ID-Karte. Nordcon. Auf der 2019 war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich werde dieses Jahr auch mit dabei sein, auch wenn der Standort gewechselt hat. Aber wer mich treffen möchte, ich bin definitiv auf der Nordcon. Das habe ich mir schon vorgenommen. Einfach mal vorbeischauen. Ja, PNP News, auch die solltet ihr wahrscheinlich kennen. Hier noch oben mit so einer Initiative, Tacker, Leiste. Noch mit zwei Büroklammern drin, kann man sich sicherlich dann auch Lebenspunkte markieren. Ja, ich sehe es nämlich gerade. Markierleiste für Lebenspunkte, Mana, Munition. Also das Rote wahrscheinlich Lebenspunkte, das Blaue dann Mana. Ist eine ganz coole Idee. Hat die sicherlich dann Fenja organisiert oder Thorsten oder Tobi. Ich weiß es nicht genau, wer das von denen macht. Gratis Rollenspieltag, ein paar Werkzeuge. Da müsste ich mal ganz in Ruhe dann reingucken, was da drin ist. Jetzt alles Einzelne dann zu durchblättern, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Aber da können wir dann im Verlauf nochmal reingucken. Zauberhafte Küche, das sieht auch interessant aus. Zauberfeder. Radagast-Salat. Das klingt cool. Das klingt richtig cool. Kannte ich noch nicht. Zauberhafte Küche von Aladdin bis Zelda. Zauberfeder. Das klingt richtig, richtig interessant. Da werde ich jetzt gleich, wenn ich das Video ausmache, werde ich da mal raufgucken. Vielleicht ist da ja auch was für euch mit dabei. Keine Ahnung, wie einfach oder nicht einfach das ist. Aber wenn da so Rezeptideen drin sind, finde ich mal mega cool. Das ist so einlaminierten Abenteuerbogen für Koala. Habe ich noch nie gehört. Spielecomics. Ah, die Spielecomics, da habe ich gerade heute, wenn ihr das seht, also wenn ihr das seht, weiß ich nicht, aber wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme, gerade heute habe ich Gefangen rezensiert auf meiner Homepage und Ritter werde ich in Zukunft noch rezensieren, das habe ich mir auch schon geholt. Die Spielecomics sind echt cool, muss ich sagen, auch wieder von Pegasus. Dann haben wir hier einen Private Eye Schnellstarter, ein Abenteuer. Ich glaube, das habe ich mir tatsächlich schon mal durchgelesen. Nee, Egyptian Hall. Das ist ein neues Abenteuer. Ich hatte mir das vom letzten Jahr, das hatte ich mir durchgelesen. Dungeon Fog, zeichne eigene Karten. Ja, jetzt einen Monat Premium testen. Könnt ihr mal den Code ausprobieren. Wahrscheinlich, wenn er noch frei ist, viel Spaß, könnt ihr benutzen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Einer wird das Glück haben. Könnt ihr auf alle Fälle benutzen den Code. Und ja, Dungeon Fog, wer es nicht kennt, schaut nochmal bei Orkenspalter vorbei. Orkenspalter hat mit Dungeon Fog ein paar Videos gemacht, was das ist und so weiter. Mit Cthulhu, das habe ich auch schon von der Spielemesse in Essen. Der Schnellstarter für Katzenabenteuer. Wenn ich das hier gerade so sehe, den Schnellstarter habe ich schon, aber vielleicht finde ich ja Spieler, dann spielen wir eine Runde Cthulhu. Vielleicht gibt es auch als Podcast. Shadowrun, und zwar Shadowrun 6, das ist die neue Edition. Die fünfte war ja auch noch gar nicht so lange auf den Markt. Jetzt ist Shadowrun 6 da, auch wieder von Pegasus. Die lassen sich da nicht lumpen und legen immer wieder coole Sachen rein. Dann haben wir hier Aces in Space.
No FOMO, Bro. Das ist von meines Wissens den Vögten entwickelt, vor allem von Christian Vogt, wenn ich da richtig informiert bin. Comic. Da geht es so ein bisschen, ja, wer wissen will, worum es da geht. Dazu gibt es auch eine Runde. Die hatten das für den Kickstarter, hatten die da eine Solo-Runde für Aces in Space gemacht. Und wer mehr dazu wissen möchte, Quickstarter, Nano Games, der kann sich die ganze Homepage mal angucken. Anfängerfibel von Andreas Mehlhorn bzw. System Matters. Unglaublich cool, habe ich auch schon. Übrigens, wer sich wundert, was ich damit mache, ich werde das alles zum Gratis-Rollenspieltag mitbringen. Ich werde nämlich auch, oh, wahrscheinlich werde ich in Braunschweig mit dabei sein. Genau, System Matters, herausragender Verlag. Viele, viele Tipps drin, die wirklich weiterhelfen, wenn man Spiel leiten möchte. Wenn ihr das Ding haben wollt, ich glaube, das müsste es auch umsonst auf deren Homepage geben. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube. Da stehen echt coole Tipps drin. Die machen echt viele coole Sachen. So, Pen and Paper, Compendium. Das kenne ich beispielsweise noch nicht. Werhamster. Müsste man sich dann mal in aller Ruhe angucken, was es damit auf sich hat. Das mache ich jetzt aber nicht im Video. Kenne ich leider nicht. So, was haben wir hier? Das ist Midgard. Abenteuer 1880. Mein erster Magier. Okay, das klingt ja, das klingt interessant. Sind das dann, ist das dann ein Abenteuer mit den Midgard-Regeln, aber nicht mit der Midgard-Welt? Müsste ich mal nochmal angucken. Ist zumindest, ja, so Self-Publishing-mäßig. Lemna. Ein Orkenspalter-TV-Rollenspiel von Mayri Stritter. Genau, wer Lemna noch nicht kennt, boah, das ist aber richtig. Richtig schön, so Softcover, aber gut gebunden. Mayri hat da ja auch schon das ein oder andere an Actual Plays auf dem Kanal. Wer also wissen möchte, wie sich Lemna spielt, der kann dann auf dem Orkenspalter-Kanal vorbeischauen und ja, sich Lemna mal ansehen. Das ist New Hong Kong Story, Wildcard, ein neues Abenteuer. Die geben ja zum Gratis-Rollenspieltag, geben die ja eigentlich immer was Neues raus. Und die lesen sich alle super klasse. Mir fehlen immer nur die Mitspieler, damit ich dann sowas spielen kann. Wenn ihr Bock habt, New Hong Kong Story zu spielen oder zu leiten, das wäre natürlich noch besser. Ich habe es schon rezensiert, müsstet ihr mal oben rechts gucken in der Ecke. Wenn ihr da Bock drauf habt, das mal zu spielen und vielleicht auch zu einem Podcast aufzunehmen oder auch ein YouTube-Video, sagt Bescheid. Ich mag das System echt gerne. Nur ich bin halt so blöd, das selber zu leiten. Müsste ich mal gucken. Andu, habe ich neulich jetzt, was heißt denn neulich? Dieses Wochenende habe ich meine erste Andu-Runde gespielt. Fand ich ganz cool. Ist so ein bisschen in der Zeit zurückreisen, herauszufinden, wie ein Mord geschehen ist und den versuchen rückgängig zu machen. Wende diese Karte. Ja, genau. Das heißt, die werden dann so ausgeteilt, wie sie sind, und dann umgedreht und umgedeckt. Und dann kann man so ein bisschen in der Zeit rumspringen. Finde ich ganz cool. Rezension dazu folgt noch auf meiner Homepage zu einem anderen Abenteuer. Aber das hier auch an Du in so einem Gratis-Rollenspiel-Tag, Kickstarter mit dabei ist, finde ich cool. Fallen World, Charakterbogen. Sagt mir gar nichts. Warum sagt mir Fallen World nichts? Ich entschuldige mich, dass ich nicht zu Fallen World weiß. Muss ich nachholen? Werde ich mir ganz in Ruhe nochmal ansehen. City of Mist? Schnellstarter? Oh Gott, das sind echt viele Sachen, ne? Truhan-Spiele. Echt viele Sachen mit drin. Und ich hoffe, ganz im Ernst, Freunde, das Video kommt jetzt früh genug. Macht Werbung für den Gratis-Rollenspieltag. Bringt alle mit, die ihr irgendwie kennt, die irgendwie annähernd Interesse daran haben könnten. Ich werde mal schauen, ob ich meine Neffen mitbringen kann. Die sind aktuell 7 und 9. Die habe ich jetzt mit diesem Gefangenen, ne, was ich eben hier sagte von Pegasus, mit denen habe ich die so ein bisschen angefixt, damit die Lust kriegen auf Pen and Paper. City of Mist. Ja, Truhan-Spiele. Finde ich ganz cool.
Ich habe noch zu der Übersetzung nichts gehört. Ich interessiere mich dann eher für Tutwang, auch von Truant, oder eben Witcher. City of Mist sagt mir jetzt nicht so viel, hatte ich damals bei der Spielemesse nicht nachgefragt. Ja, Tutwang ist auch aus, weiß ich nicht, Norwegen, Schweden. Geht um Trolle, um mystische Sagen. Echt viele Sachen. Hier mehr Fallen World, Starterabenteuer. Das ist cool. Das kann man sich dann, sollte man sich, ich glaube, man kann sich die auch alle als PDF im Vorfeld runterladen, damit man die schon kennt, wenn man dann da hinkommt. Und dann kann man sich als Spielleiter, kann man sich dann den Schnellstarter nehmen, kann sich die Charakterbögen nehmen, die ich dann hier eben schon gezeigt hatte. Und dann, ja, kann man mit diesem Schnellstarter, den man vorher schon gelesen hat und dann jetzt als Softcover vorliegen hat, kann man dann den Charaktere bauen und dann das Abenteuer spielen. Tut das, macht das. Finde ich cool. Werde ich mir durchlesen. Diese Karte kennt ihr schon, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Habe ich schon benutzt, so wie sie hier vorliegt. Und das ist vom Donnerhaus. Genau, hier ist auch noch ein bisschen mehr Werbung. Hier Janosaras Kartentasche, Kickstarter, fantasykarten.de. Solltet ihr eigentlich kennen, wenn ihr mich verfolgt, donnerhaus.eu. RuneQuest, die RuneQuest-Gesellschaft, hat mir auch bisher wenig gesagt. Chaosium-Übersetzung. Da müsste ich mich auch nochmal reinlesen, denn zu RuneQuest weiß ich bisher leider viel zu wenig. Widerstandstabellen, das sieht wieder nach einem ja, typisch Chaosium aus. Die arbeiten sehr gerne mit solchen Widerstandstabellen. Also viel, viel unterschiedliches Material. Ich werde hier gar nicht fertig mit dem ganzen Paket. Das ist noch mehr Janosara. So muss das auch hier wieder. Sicherlich Werbung, genau. Geht ja schon. So, was ist das? Pegasus-Spiele, Cthulhu. Achso, okay, da steht dann drin, wer was bekommen kann. Cthulhu sind 10 drin, Lesezeichen 30, Shadowrun, Ausweis 10. Jo, genau, holt euch so einen Ausweis. Ihr könnt da auch einfach nur hingehen, ihr sollt euch ja gar nicht alles mitnehmen. Ne? Immer so, weiß ich nicht, hier mal so ein Cthulhu-Lesezeichen und dann so ein Schnellstarter, dann seid ihr zufrieden und dann hier irgendwie die Karte der Wasserburg mitnehmen und dann vielleicht auch sogar gleich benutzen für eins der Rollenspiele. Joa, nimmt irgendwie Pinüppel mit so, Mensch, ärgere dich nicht, Figuren. Da diesmal, das sieht halt auch sehr cool aus. Auch so ein Softcover. So schön gebunden, ähnlich wie Lemne. Talisman, warum sagt mir das nichts? Auch wieder von Pegasus. Das ist noch auf Englisch. Vielleicht liegt es daran. Wird das übersetzt? Finde ich aber cool, dass eben auch für englischsprachige Leute, Menschen, Personen, dass auch die mitspielen können, wenn die dabei sind. Okay, nicht jeder mag Englisch, einige können das dann auch ad hoc übersetzen, also wenn sie das dann so vorliegen haben, lesen dann diesen Satz. Man sollte sich das ja im Vorfeld sowieso schon durchgelesen haben, damit man weiß, worum es geht, aber zumindest kann man dann auch sowas ad hoc übersetzen. Und kann dann auch aus diesem leiten. Das ist echt ein dickes Buch. 40 Seiten, 50. Das ist ein echt dickes Buch. Wow, krass. Ja, das ist die Ausbeute vom GRT. Wenn euch da irgendwas von gefallen hat, dann kommt zu den GRT-Sachen. Ich werde das unten alles nochmal verlinken. Und nehmt euch einer dieser Schnellstarter mit, dieser Karten, dieser Werbematerialien. Es lohnt sich für euch alle. Geht da mal ganz stark von aus. Und ich freue mich richtig auf den GRT. Ich war ja letztes Jahr da, ich war vorletztes Jahr da. Das ist eigentlich immer ein Erlebnis. Ich habe letztes Mal habe ich geleitet. Ich weiß gar nicht, was ich dieses Mal leiten werde. Wahrscheinlich Fuck oder Beyond the Wall. Ich muss es mal gucken. Ich habe auch noch eine andere Bestellung von System Matters offen, die jetzt hoffentlich demnächst noch vor dem GRT kommt. Und dann werde ich auch dort leiten in Braunschweig, genau. Nordcon kommt dahin. Ansonsten, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Hat jetzt auch schon lange genug gedauert, 15 Minuten. Damit ja, mache ich schnell Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.